So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Part sind wir nach Ossette gekommen und haben Altessa getroffen, der nicht so freundlich zu uns war. Und wir haben herausgefunden, dass Briseas Schutzfassung nicht aus Hemmerz besteht, was wir jetzt natürlich gleich wohl besorgen werden. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg dorthin. Ja, das ist der Plan. Der auch so klappt wie geplant, das wird sich noch herausstellen. Und ich leg gerade, wo der Anlegeplatz war. Ach, da drüben. Okay. So, anlegen. Und dann möchte ich aber noch erstmal ein paar Attacken zeigen, die ich bekommen habe. Oder durch die Waffe habe. Nämlich Sonic Thrust habe ich 200 Mal eingesetzt, wie ihr vielleicht seht. Und was machen wir denn eigentlich bei Z? Moment. Der Blade und Tiger Rage. So, dann mache ich hier nach oben, mache ich nämlich Tiger Blade hin. Genau. Weil da kann ich euch nämlich jetzt schöne Attacken zeigen, wenn mal ein Gegner käme. Hi, B! Gibt es denn der erlaubt, wenige Zwerge? Das ist das Einzige, von dem ich weiß. Es ist allein? Er muss einsam sein. Nee, was ist los? Ah, nichts. Ich frage mich nur, was Paps wohl gerade macht. Ah, Leute, dein B! Nein, hab ich nicht. Doch, hat er. So, wir rennen in die Gegner. Gibt's hier neue Gegner? Hier gibt's sowas von neue Gegner. Rote Mantis. Und ich stelle dir gleich mal wieder das Grand Chariot übrigens aus. Du sollst nur noch Hollysong machen. Das muss gleich auch 50 Mal eingesetzt werden. Aus gewissen Gründen. So, und jetzt zeige ich euch die Attacke durchs Schieden. Pass auf. Lightning Tiger haben wir nämlich da gelernt. Statt Tiger Blade. Weil mit Donner und 200 Mal Tiger Blade eingesetzt, dann wird Lightning Tiger draus. Ist das nicht toll? Voll cool. Und dasselbe mit Sonic Thrust. Wird nämlich zu Lightning Thrust. Oh, Raging Mist. Schön. Und Lightning Thrust. Ist nicht drin. Lightning Thrust. Yeah. Mulgulade ist gescheitert. Hey! Und ich sollte mal wieder... ich muss ja bedenken, ich spiele jetzt wieder auf... Na? Auf schwer. Das heißt, ich sollte vor dem Dungeon davon mal speichern unbedingt. Das wäre eine Idee. Weil ihr könnt euch vorstellen... Ja, da kommt mal wieder ein Boss. Wollte ich eigentlich sagen. Hallo neue Gegner. Na, Basilisk. Die sind übrigens böse, weil die könnten nämlich versteinern und das ist absolut wusch. Bam. La 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 la. Und Lightning Thrust. Und von unten erstechen. Boah, das war schön. Aus der Luft genommen und dann erstochen. So, dann mache ich nämlich hier mal einen Safe. Wenn ich noch safen kann. Jawohl, ja. Und dann fülle ich noch das Mana auf. Von mir. Also hier gebe ich auch noch ein bisschen. Okay, und dann geht's los. Die Toys. Toyse oder Toys Mine. Oder wie auch immer. Toys Mine. Sucht euch was aus. Ja, sind die Fossilien wieder? Was ist das? Das geht tatsächlich da. Ein, zwei Geister drin und rumtreiben, nicht wahr? Ha! Also ich hab einfach mal eine Sekunde stillhalten. Was ist denn mit dir los? Hab ich da Regen gesehen, ne? Das sieht nicht gut aus. Stimmt das nicht, Riegel? Das Verteidigungssystem der Tür ist außer Kontrolle. Jemand muss versucht haben, gewaltsam einzudringen und es dabei zerstört haben. Dann geben wir ihm den Rest. Das ist doch mal leid, das ist schlecht, das ist ein einfacher Plan.
Ja, das sagt auch du. Wie lange ist die Bibi halt verstanden? Bist du sicher? Siehst nicht auf mich, wenn das schief geht. Also wirklich. Ja, wir kämpfen jetzt gegen die Tür kämpfen wir jetzt. Ja, ist das nicht cool? Wir kämpfen gegen die Tür. Und ich scanne erstmal das Reparatursystem. Und mein erstes Ziel sind die kleinen Viecher hier, weil die sind absolut nervig. Zack, zack, zack. Bam. Thunderblade. So, mit unserer schönen Donnerwaffe machen wir kurz einen Prozess, dann sehen wir das noch. Und Lightning Thrust! Zack, zack! Ja, wir kämpfen gegen eine Tür. Ich mag den Kampf, der ist echt toll. Wieso kann ich eigentlich Lightning Thrust und Tiger Rage nicht kombinieren? Also, weil ich kein Tiger Rage klicke. Und natürlich hat er noch das Dings repariert hier. Komm her. Komm her, ich mach dich platt. Mein Ding Tiger Blade. Und von unten stechen. Schade, hat nicht geklappt. Aber jetzt. So, Tür. Ich kann übrigens hier auch Heizet einsetzen, wenn ihr das nur erwartet. Zack. Bam, bam, bam. Bam. Eruption. Kann ich jetzt eigentlich scannen? Nö, kann ich nicht. Aber ich kann jetzt auf die... Ich schau gerade, ob ich die... die Hammerbolzen anvisieren kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die werden automatisch gescannt. Zack, zack. Aua. Nee, was das? Rain, warum stellst du dich genau Gegner? Rain? Sag mal, wie blöd bist du? Ernsthaft, Rain? Wie dumm bist du, bitte? Alter, sowas Dummes wie dich, ne? Gibt's echt kein zweites Mal. Warum stellst du dich genau vor den Gegner? Was war das jetzt für eine Aktion, bitte? Rain, also bitte. Nein! Oh, jetzt macht er auch den falschen Zauber. Rain. Ayuki. So, wir müssen nämlich ab und zu mal die Reparatursysteme killen, wer hätte das nur erwartet. Das heißt, sonst Reparatursysteme. So, Rain? The Nurse wäre echt cool. Danke. Bam! Zack, so, wieder down. Und dann können wir uns wieder um die Tür kümmern. Übrigens, Ted kann ich euch mal zeigen. Das bringt nichts. Wer hätte das nur erwartet? Warum ist das jetzt schon wieder aktiv? Hallo, na. Bam. So, die down. Und dann bist du wieder dran. Ja, ich bin wirklich froh, dass ich eine Donnerwaffe drin habe. Weil da machen wir guten Schaden. Wir erhalten einmal Metallsphäre und viermal Mithril. Oder Mithril. Mit Y wird es ja hingeschrieben. Okay, gut gemacht, Leute. Gehen wir uns das Dings da holen. Was ist das? Also, genau, los, kommt. Sie sind alle so gewalttätig. Ach ja, und ich hab. Merk gerade, ich habe mir keine Uhr gestellt. Das heißt, ich muss den Part einfach mal nach gut Dünken machen. Na, das wird toll. So, hallo, neue Gegner. Don't worry, leave it. Yo, du bist ein Golem. Ein Steingolem. Aber diesen Basilisk muss man sich in Acht nehmen. Weil wenn nämlich die ganze Gruppe versteinert ist, dann hat man automatisch verloren. Das ist uncool. Wayne, deine Heilung, ne? Die können echt ein bisschen schneller immer kommen. Boah, jetzt, Mann. Da. So, ich wollte eigentlich mal schauen, wie viel Fierce Demon Fang ich schon habe.
87 Mal erst. Heilige. Aber das kann doch dauern. Und das muss ich offscreen mal einsetzen. Bis zum geht nicht mehr. Das vergesse ich doch eh wieder. Egal. So, hatten wir doch noch irgendwas. Genau. Komm her. Oh, zwei neue Gegner. Kommen sie ran. La 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 la. La la la. Thunder Blade. Und dann kennen wir noch die rote Killergurke. Besten Namen für Gegner, echt. Rote Killergurke. Mach mein Lightning, Blast mein Lightning. Tiger. Pa, pa, pa. Toll, die Attacke. Wunderschön. Ja, und genau sowas käme raus, wenn ich Dingens 200 Mal eingesetzt hätte. Nicht mit Fang. Nur mit Erde. Ah, naja. So, jetzt könnte ich langsam mal den Dungeon anfangen. Hier seht ihr so ein lustiges Apparat und wenn man den berührt, dann aktiviert er immer so eine Gondel hier. Und hier müssen wir hier drauf schießen, dann ändert sich nämlich die Richtung, wo wir langfahren. Mine aus alten Zeiten. Die Maschine, diese Mine ist ja wirklich auf was gebaut. Diese Mine stammt aus der alten Zeit. Auch die Maschine stammt aus dieser Zeit. Was? Ich dachte, die hat den Stille zu verfahren. Und deswegen hat sie hier noch praktisch eingesetzt. Nun, so kann man das wohl... Egal. Was für wie? Das soll da verwohnen werden. Ich will mitfahren. Bitte verantwortlich sprechen. Sofort. Es tut mir leid. Ach ja. Durch diese Tür hier oben kommen wir übrigens nicht durch. Da kommen wir im ganzen Spiel nicht durch. Was da hinten der Hit ist, das erfahren wir eventuell... in einem anderen Spiel, das ich noch let's playen werde. Maschinen, die leben. Wieso sind diese Maschinen an? Wenn ich sie gerade eingeschaltet habe? Nee, dabei die anderen. Das ist eine automatisierte Mine. Da läuft alles eigenständig. Wow, verstehe ich zwar nicht, das hört sich ziemlich praktisch an. Ja, auf jeden Fall, ne? Oh, ich muss das einfach auseinandernehmen und analysieren. Ignorieren wir sie einfach. Wo befindet sich das Hemmers? Der Tunnel mit dem Hemmers befindet sich dort vorne. Wenn wir den Aufzug benutzen, soll er uns dorthin bringen. Okay. Sichelaxt. Nett. Was ist das? Achso, wir haben eh keine Presseria dabei. Ah, da bin ich im Gegner gerettet. Oh ja, ganz viele Basilisken. Ganz besonders vorsichtig. Da. Geht es, das ist kein Mana, ja? Helfen wir dir mal ein bisschen. Oh. Auch wieder Mana. Ich mag diesen Lightning Tiger und das Lightning Thrust. Echt cool. Lightning Thrust! Lightning Thrust ist fast so ähnlich wie eine andere Attacke, die. Wir später noch lernen werden. Aber dazu später mehr. Ja. Hat meistens später an sich, dass das später ist. Das kann jetzt halt sein. Sorry. Photon! Bam! La 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 la. Wunderbar. So, hier können wir den Mana-Ring verändern. Was war denn diesmal? Versuchen wir es mal. Wartet. Der Mana-Ring wurde hier zum Springen verwendet. Seid vorsichtig damit. Spring? Was? Wie das? Wenn du den Mana-Ring verwendest, entscheidet eine kondensierte Mana-Kugel. In 3 Sekunden explodiert sie die Kugel. Wenn wir daneben stehen, bekommen wir die Explosion ab. Alles klar, verwenden wir ihn vorsichtig. Aber für wen? Was? Ja, jetzt können wir nämlich hier so eine Bombe erscheinen lassen. Und damit können wir auch Gegner explodieren lassen, was ich gerade beim ersten Mal geschafft habe. Ich bin begeistert. Dauert normalerweise ein bisschen, bis ich das immer schaffe, aber heiliges Rapier. Damit könnte ich jetzt mein Schieden
zu Licht machen, aber das will ich gar nicht, weil ich will Donner behalten. Donner ist cool. So, hier hinten gab es, glaube ich, auch noch einen Sandsäbel. Das ist für Zelos. Ich rüste ihm zwar mal aus, aber spielen werde ich eh nicht mit ihm. Bomberring. Bomberman. Ist aber ein bisschen aus Bombana. Ja, ich kenne mich mit den Details aus. Ich kenne mich nicht mit den Details aus, aber sie scheinen tatsächlich so zu funktionieren. Ich hätte keine Ahnung, aber das funktioniert. Das wäre cool, einfach mal eine riesige Bombe zaubern. Ja, mit deinem Feuerball kannst du keine Felsbrocken zerstören oder Schale betätigen. Ich könnte dich in ein Tossboot verwandeln. Soll ich es mal versuchen? Sehr schön. Oh, hey, lauf damit! Nein, 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 ich will's noch erwischen! Oh. Aber ich glaube, ich habe zwar keine Uhr gestellt, aber ich glaube, ich müsste auch langsam wieder den Part beenden. Ja, ich glaube, das werde ich dann gleich mal machen. Ich schau mal, ob ich jetzt rausrennen kann und speichern kann. Weil dann beende ich nämlich doch den Part. So, Gegner, kommen Sie mal her. Ich muss Sie mal ablenken. Ich sagte, kommen Sie mal her. Oder glitsch dich dort auf, das geht auch. Reinforcements, huh? Gut, dann halt auch die Gegner. Lightning Tiger. Damn. Tiger Rage. Und tot. Yay. Aua. Alan Wave, warum machst du eigentlich Erdattacken auf Erdgegner? Geht das? Ist das cool, oder? Macht man das so in deiner Hut? So, Lightning Tiger! So, Bam! Ich mag die Attacke, die ist echt toll! Zwei Rindfleisch, ein Reißzahn, zwei Granulat, ja, schöne Items kriegen wir. Und ein Speicherkristall, das ist schön. So, mach. Bumm. So, kommen wir jetzt hier raus. Hau, hau, hau. Bin ich fast in den Gegner gerannt. Schon wieder. Komm ich jetzt hier raus? Hier war doch irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Hier ist übrigens eine Kiste. Irgendwas am Rand. Maximal Level 1. Komm ich raus? Komm ich raus? Ich komme sowas wohl raus. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's dann mal wieder für heute für Let's Play Tales of Symphonia. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.